Schon haben wir 200 Kilo Früchte im Gehege. So, die wollten... Bambus? Bambus ist das hier. Allerdings mag der es schön weich. 25 bis... Nee, auch 25 bis 50. Super. Die würde ich jetzt auch einfach mal hier so verteilen. So. Weil der bringt 30 Kilo Bambus. Wie viel fressen die eigentlich? So, du darfst jetzt rechnen. Und zwar mal 4. 0,54 sind 2 Kilo. Okay, also das reicht, selbst wenn die Junge kriegen. Ganz wichtig ist noch Wasser. Und Fleisch. So, musste Wasser sein. Können wir ja noch hier eins machen und da. Und ich glaube, Klettern und Springen brauchten die noch, oder? Ich denke mal... Laufen und Klettern. Und der bestimmt auch. Laufen, Klettern und Schwimmen. Ups. Also Klettern können sie ja entweder an so Hügeln oder... Hä, wo ist denn das Ding? Hier. Da latschen die dann einfach hoch. Mann, die Tiere kosten ganz schön viel Geld. So, der Waschbär braucht leider noch Wasser. Schwimmwasser. Dann machen wir mal so, nicht wundern. Weil man kann so ein Wasserbecken natürlich durch zwei Dinger machen. Und die können nicht unter den Zaun durchschwimmen, ja? Nee, können sie tatsächlich nicht. Aber wenn du das Wasserbecken zu klein machst, flutest du dir aus Versehen dein Gehege. Können wir mal kurz anmachen. Wo habe ich es jetzt erwischt? Ja. Das muss ich erst ein bisschen ausbreiten. So, und jetzt müsste der Kleine hier schwimmen können. Wir können jetzt noch mal ein bisschen breiter machen hier. Trinken können sie natürlich auch. Sind denn nicht doof? So, dann zeig doch mal. Ja, eigentlich dürften die da nicht durchkommen. So, wir können ja mal die Tiere ein bisschen beobachten, ob die sich da wohlfühlen. Und du suchst so lange noch einen Unterschlupf aus. Weil wir haben vergessen, dir eine kleine Höhle oder so. Grünfutter fehlt noch. Bäume? Bäume. Diese dicken Bäume, die da sind. Bäume mit Früchte quasi. Klick mal einen der grünen Bäume an, die schon drin waren. Das ist eine Steinpinie. Jetzt such die mal bei den Pflanzen. Wir werden gleich sehen, ob die Grünfutter gibt. Such die mal. Nicht mal im Kaufkatalog. Ach so. Ob wir da eine Steinpinie sehen. Für mich sehen leider alle Bäume gleich aus. Dann geh mal weiter nach rechts. Ja, die müssen ja so aussehen wie da. Warte mal. Nee. Nee. Du musst nur eine Cursor rüberhalten, der zeigt dir den Namen. Warte mal, der oben, glaube ich. Eins höher? Nee, eins nach rechts. Ja. Italienische Steinpinie, geh mal auf, ob es der gleich ist. Ja, ist er. Und jetzt kannst du im Buch mal gucken. Wette mit dir, der bringt Futter. Nee, der bringt gar nichts. Ja. Oh. Na, dann brauchen wir noch einen Futterbaum. Such dir mal einen aus bei den Pflanzen, der auch Grünfutter gibt. Gut. Es geben fast alle Grünfutter. Ah, die Pinien wohl nicht. Nee, die sind zu klein. Immer ruhig was Größeres. Wir haben ja viele Tiere. Noch weiter nach rechts. Ja, das guckt man bei den Bäumen. So. Wow. Der ist sehr attraktiv für die Besucher. Alles, was groß und stark aussieht, ist attraktiv. Nee, versuch mal keinen Nadelbaum zu finden. Da wird es schwierig mit Grünfutter. Der braucht 12 Kilo. 30 Kilo. So, dann guck mal, ob der vom Boden her da ins Gehege passt. Ist besser, wenn du vorher guckst. Ja, ja. Der passt super. Dann machst du zwei so. Bäume, einen links, einen rechts. Damit die nicht so weit laufen müssen. Ja, genau. Okay, dann sollten die sich jetzt eigentlich wohlfühlen. Naja, musst du gleich sehen. Ich brauche Grünfutter.
Unglaublich heiß, also im Unterschlupf. Nee, unglaublich heißt, heißt, die brauchen so ein Kühlgerät. Das ist neben dem Wassergerät. Zoom mal nicht so komplett Dann, rein. ja. Da. Ja. Ja, so männlich. Jetzt fressen die da vom Baum. Und der zoomt mal zur Seite. Du musst ihnen noch ein Gerät reinstellen. Was? Niedlich. Gerät hier. Ja, du bist da schon drin. Jetzt weiter nach rechts, viel weiter nach rechts, so auf ein Dreiviertel oder so. Stopp. Das Kühlgerät ist das unter dem Hitzestrahler. Genau. Das hat jetzt auch einen Radius, da musst du mal gucken. Rauszoomen am besten. Es hat einen Radius, dass du möglichst nur dieses Gebiet abdeckst, damit sich die Nachbartiere nachher nicht den Po abfrieren. Okay, dann haben wir das schon mal gemacht. Na, bin mal zu schnell. Ah, ist vorbei. Guck mal, was Der der eine. Baum zu meckern hat. Der Pollen ist ihm zu trocken. Ja, da können wir gerade nichts machen. Der muss auch im Regen warten, Pech gehabt. Aber Genau. die kleinen Tiere sind zufrieden, ne? Möchtest du vielleicht auch noch einen weiblichen Waschbären reinmachen? Ich meine, die vertragen sich. Du könntest jetzt noch ein Waschbärmädchen reinsetzen. Könnte ich machen. Weil die kriegen auch relativ viele Junge und die kannst du ja verkaufen. Wollen wir mal schauen, ob sogar noch ein Tier mit denen zufrieden ist? So. Wenn ihr so viel. Reicht. Wollen wir noch ein Tier suchen, was da mit reinpasst? Ich sehe nämlich gerade den Koala. Das ist der. Aber da musst du erst mal gucken, ob der reinpasst oder nicht. Also Härtengröße 2 bis 20. Eukalyptusbaum müsste noch rein. Ja. Boden 30 bis 80 passt super Passt, ja. rein. Und er braucht noch Eukalyptus und Klettern hat er. Okay, dann würden wir erstmal Eukalyptus reinmachen. Nicht, dass der gleich Warum Laune schaut denn das hat. so sauber? Das ist sauer. Mach mal So. Eukalyptus, weil du ihn schon so lange in der Hand hast. So. Eukalyptus. Eukalyptus. Ach, keine Ahnung. Eukalyptus. Ich weiß noch nicht mal, wie der Baum Ja, aussieht. guck mal lieber weiter links. Ich glaube, das ist einer der ersten Bäume. Links. Ja, du weißt Das doch. andere links. Ich kann doch sowas Bei nicht. den ersten Bäumen wird er dabei sein. Ich kann nicht von links von rechts unterscheiden. Ist das ein Baum? Dann mach mal Pause, nicht, dass der verhungert, während du hier aus Ja, der ist Kuh kommst. gut. Der muss einer von diesen. Nee, das ist Bambus. Vielleicht da drunter? Das sollte sich mal nicht so haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es Eukalyptus da gibt, aber es müsste eigentlich. Weil suchen kann man anders nicht als da drüber. Ja, diese, dass man das mal so ein bisschen eintippen kann. Achso, wäre schön. Ja, musst du eins weiter nach rechts. Da warst du schon. Eins weiter nach rechts. Habe ich doch schon. Nein, hast du nicht. Siehste? Jetzt guckst du dir die Seite zum dritten Mal an. Ah. Du musst einfach nur auf den Pfeil klicken, dann bist du auf Nummer sicher. Ja, meine Güte. So, ich gucke jetzt mal drüben. Falls du es nicht findest, ich weiß, dass es bei den Futterspendern ist. Obwohl ich eigentlich glaube, dass Eukalyptus auch so gibt. Ja, ich muss es nur finden, wa? Eukalyptusbaum. Ganz rechts, nicht links. Mensch, Frau. So, wie sieht denn der Boden aus? Passt super. Du machst auch wieder zwei, nicht, dass der verhungert. Habe ich und kann starten. Keiner von. Koala, Waschbären und Panda. Oh, der Koala hatte gerade Angst vor dem Waschbären. Hä? Der ist gerade weggerannt. Oh, warte Und mal. er klettert hoch. Ist ja niedlich. Solange der Waschbär nicht hinterher klettert, mach mal dem Waschbären lieber noch ein bisschen mehr Fleisch rein. Ich trau den nicht. Gut. Mache ich. Du willst denn immer gleich eine Pommesbude spendieren, ich weiß. Ja, dann ist es leichter.
und Unterschlüpfe. Siehst du da links? Der Koala hat wieder Angst. Okay, der braucht noch einen eigenen Kletterbaum. Kannst du nur mal noch so ein Ding suchen? Dass die nicht immer. Da bist du schon richtig. Dass die nicht immer auf den gleichen rauf müssen. Da. Den da? Ja. Dass du noch zwei woanders verteilst. Dann gehen die sich nicht so auf die Nüsse, weißt du? Vielleicht noch hinten beim Wasser ein. Weil er will klettern, aber er will nicht auf das gleiche, wo die Waschbären sind. Da hat er Angst vor. Und die brauchen dringend eine Höhle. Wenn die sich nicht ausruhen können, geht die Gesundheit von denen runter. Das Wetter gefällt mir nicht. Nee. Relativ weit rechts sind verschiedene Höhlen. Nee. Ja. Machst du so mehrere kleine Höhlen irgendwo hin, würde ich sagen. Okay. Machst du schnell. Nee, ich hab aber. So. Dann noch irgendwo eine, damit die sich verkrümeln können. So, gut. Wir wollen ja, dass sie sich gut fühlen. Jetzt hast du nur zwei, oder? Drei. Und keiner beschwert Darf ich sich. auch noch? Absolut keiner.